Wo drückt denn der Schuh? Wahrscheinlich am großen Zeh. Na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, ne? Oh, nee, nee. Ich lasse mich nicht veralbern. Es liegt mir fern. Ihr Männer seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh! Ja, aber wer denn er? Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne... Ja, ja. Und dann? Oh, fort. Er ist fort. Und deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt! Er ist durchgebrannt. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren und wir werden vereint sein, wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre? Das ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ich weiß... So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, Fledermäuse. Wo ist Batman? So, Urnen und Gedönse und noch mehr Gedöns. Und an dieser Stelle werde ich mal eine Aufnahmepause einlegen, denn ich habe heute nicht ganz so viel Zeit zum Aufnehmen. Moment. So. Einmal abgehustet. Ja, ja, ja. Erst durchgebrannt, hör auf zu weinen. So. Beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen weiter hier umschauen in dieser Gruft. Ja, ist ja gut. Und auch draußen. Und dann werden wir mal versuchen, Wilbur und Ivo zu retten. Wir haben nämlich etwas gut zu machen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt, was auch immer ihr gerade tut. Vor allem diese, ne, weinende Weinlichkeit hier unten. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme oder in dieser oder in der nächsten Folge. Oder in dieser Folge. Man weiß es noch nicht so genau. Ja, es ist Schreck. Ja. So, ich bin weg. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Hier in dieser wunderschönen Gruft. Ja, wir sind beim letzten Mal hier gelandet mit Nate. Und wesentlich viel weiter, als dass wir wissen, dass es hier ein Geisterkomitee oder was war das? Jedenfalls einige kuriose Gestalten gab, die gegen Diskriminierung von Monstern kämpfen. Jedenfalls so habe ich es in Erinnerung. Und hier die heulende Myrte aus Harry Potter. Oder war es die weinende Myrte? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So. Wir haben uns hier noch gar nicht umgeguckt. Das ist ja auch eine sehr schöne Urne hier. Wir betrachten mal die Urnen. Ja, ja, ist ja gut. Kriegst ja gleich ein Taschentuch. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau und... Hier ein grünes W in einer Raute.
Sagt mir alles nichts. Nee, mir auch nicht. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Das ist bestimmt möglich. Einige staubbedeckte Urnen. Hier ein Ja. Gut, kennen wir schon. Wir sind ja hier in einer Gruft. Hier ist noch ein Sarkophag. Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal kostet eine Menge. Die Familie des Toten muss vermögend gewesen sein. Vielleicht waren sie deswegen so viel. Das ist natürlich, das glaube ich auch. Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Oh, das ist wirklich eine sehr gute Arbeit. Ach, das ist dieser Sarkophag wahrscheinlich. Betrachte Siegelring. Aha. Das Siegel der Familie zeigt einen Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von hässlichen, weinenden Enten. Wie subtil. So, was haben wir denn noch? Ich möchte die Gruft noch nicht verlassen. Wir haben noch die verschmähte Jungfrau, mit der wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Ah, okay, den hatten wir eben. Dann, das ist... Ach, die Tränenpfütze, da, jetzt. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Na, vielleicht ist sie ja erst vor kurzem gestorben. Was haben wir noch? Siegelring haben wir, Sarkophag haben wir. Hier ist noch Kleidungsstück. Da hängt ein Stück Kleidung aus dem Sarkophag. Leder, wie es scheint. Ja, stimmt. Bei genauerem Hinsehen sieht man es. Ich hoffe, da hängt niemand dran. Scheinbar nicht. Wir haben einen Lederfetzen. Ein Fetzen Leder. Kleiner als meine Handfläche. Da sind du? Nein? Okay. Können wir wahrscheinlich jetzt gerade nichts mit anstellen. So, wir verlassen mal die Hallen der Trauer. Und schauen mal, was es jetzt gibt. Hallo? Hier stimmt was mit meiner Codierung nicht. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hatte eben einige doch sehr heftige Framedrops. Das dürfte sich jetzt aber hoffentlich erledigt haben. Und wir sind bei... Wie hieß der gute Mann? Gulliver oder wie hieß er? Weiß ich gar nicht mehr. Oder war das Gulliver? Nee, das ist der Anführer der Toten. Das ist... Doch, der hieß Gulliver. Da unten steht's ja. Wir scheinen hier wohl in der Werkstatt dieser Gruft zu sein. Was versucht er da? Ich weiß es auch nicht. Wir schauen uns mal munter um. So, hier ist schon mal relativ... Da ist was. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Ja, dann. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Ach so, was wir noch machen müssen. Da ich ja einmal neu starten musste... Habe ich gerade vergessen. Ich hoffe, da hängt niemand dran. Zip. So. Haben wir das auch mitgenommen. Ein Töpfchen. Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Kann man gut gebrauchen. Könnte auch Farbe sein. Hier tropft eine Kerze runter. Sieht ein bisschen aus wie Dracula. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Ja. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Was? Okay. Wir können... Ah, hier ist noch was. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Na dann,
Immer her damit. Wer weiß, wofür es gut ist. Betrachte das mechanische Monstrum. Anscheinend ist Zombie-Körper und Totenschädel der Meinung, hier gäbe es noch nicht genug Horrorgestalten. Okay. Hier ist noch ein Grab. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Es steht im Vorraum. Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Warum denn nicht? Ein Grab. Okay. Dann haben wir sonst noch was? Nein, aber wir können mal mit den Leuten sprechen. Oder vielleicht noch die Kerze hier? Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Ja. Gut, fangen wir mal mit dem Anführer der Untoten an. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Ja, wie viele Zombies gehören zu deinem Komitee? Viel wichtiger ist aber... Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das... Nein, nein, nichts dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Bitte? Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Ein Zombiegeist. Gedöns. Irgendwas, Moped. Aha. Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Tja, schade. Alles nur, weil er die Schwester beleidigt hat. Immer diese eingebildeten Paladine. Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ach so ist es. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Irgendwie scheint dein Körper nicht so recht das zu machen, was du von ihr willst, oder? Geht dir das Geheule der Wasserleiche nicht auf die Nerven? Ja, das ist... Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Oh, Mann. Was mir auch jetzt erst auffällt, es ist ein männlicher Kopf auf einem weiblichen Körper. Okay, kann man mal machen.
Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe genug von deinem Körper. Was genau, Boss? Wessen Körper ist es denn? Wessen Körper ist das denn?